Freunde, seid begrüßt auf dem Kanal Mittelstadt TV. Ja, heute gibt es mal ein kleines Update. Und zwar wurde ich in letzter Zeit öfter mal gefragt, angeschrieben oder auch persönlich gefragt, warum es zurzeit keine Filme über die Anlage Mittelstadt gibt, sondern immer nur Fremo oder Fahrzeugvorstellung oder sowas ähnliches. Ja, das hat folgenden Hintergrund. Wir sind nämlich derbe gerade wieder am Umbauen, sind aber in den letzten Schritten, so dass ich hoffe, dass wir spätestens Anfang November wirklich wieder fahren können. Zurzeit ist das nur eingeschränkt möglich und deswegen gibt es auch keine Videos. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was machen die denn schon wieder? Folgender Hintergrund. Dieses ist ein Weinert, ich halte mal näher ran, Weichenantrieb, die hauptsächlich hier im Oberirdischen verbaut waren. Allerdings, bei unserer Anlagengröße hat es sich negativ herausgestellt, weil, wenn hier mal ein Schotterkorn reinfällt, setzen diese gerne über und die Weichenstellung passt nicht mehr. Also haben wir gesagt, okay, wir nehmen sie wieder drunter weg und wechseln auf den bestimmt auch bekannten MP5. Dieser ist nämlich geschlossen, dem kann so schnell keiner was anhaben und sie laufen auch wesentlich zuverlässiger, dadurch, dass da halt kein Dreck reinkommt. Ja, also gesagt, getan, die alle drunter weg und die ausgetauscht. Das heißt natürlich auch, wir sprechen nochmal hiervon bei einem Servo, hiervon ein Motorantrieb. Heißt also, die Decoder passen nicht mehr. Wir hatten vorher in der Anlage verbaut, unter anderem die Platinen von Sven Brandt, die wir damals selber dann gebaut haben, sowie auch der ganz normale handelsübliche ESO-Servo-Decoder. Und die sind alle weggekommen. Wir haben nämlich mal mit unserem Bodo gesprochen, der ja auch, wie ihr im Hintergrund seht, unser Software-Profi ist. Diese Software ist speziell für diese Anlage angepasst. Und der kam auf die Idee, wir können das Ganze noch spezieller machen, wenn wir Decoder selber bauen. So ein Decoder sieht so aus. Dieses Platinen-Layout hat sich unser Timo einfallen lassen, hat die Platinen herstellen lassen und bestückt. Nach den Vorgaben von Bodo. Und darauf ist dann ein AT Mega 2560. Der dann die spezielle Software für unsere Anlage hat. Der Vorteil ist, ihr habt dann mal so eine Verteilerplatine, die wurden natürlich dann auch gleich direkt hergestellt. Kann man ja, wenn man das Layout weiß, wie man sowas erstellt, dann kann man sich das ja bestellen und dann in Massenware ist das ja wirklich günstig. Man bestellt es dann halt direkt in Asien, dort wird es angefertigt und kommt dann paketiert hin. Ja, wo war ich stehen geblieben? Dieser Decoder hat folgende Vorteile. Da sind direkt die Weichen drauf, da können die Signale drüber gesteuert werden, Signale unendlich, weil vorher hatten wir S88, um damit die
die Coda und alles zu betreiben. Jetzt gehen wir über Loconet. Und diese Software, die der Bodo da schön gebastelt hat, hat den Vorteil, dass die Signale keine Loconet-Adresse verbrauchen, sondern durch diesen AT-Mega, das ist jetzt für mich ehrlich gesagt auch zu speziell. Auf jeden Fall, wir brauchen im Grunde genommen nur eine Adresse und alles andere macht der AT-Mega. Der weiß genau, welches Signalbild für welche Fahrstraße und in welchem Bereich der Fahrstraße beziehungsweise in welchem Bereich der Anlage dann gerade geschaltet wird. Weiterer Vorteil, Rückmeldung. Auch die lief ja vorher über S88 und durch Spannungseinbrüche hat man oft eine falsche Meldung gekriegt. Und da wurde im Fremo schon vor Jahren mal ein Prinzip entwickelt, was aber auch jetzt so nach und nach erst wirklich im Kommen ist. Und das wird mit diesen Stromfühlerspulen betrieben. Das heißt, mal gucken, ob ich gerade ein Kabel finde. Kleinen Moment. Ach, nehmen wir einfach mal das. So, ihr seht diese Spule. Diese Spule ist also zusätzlich auch mit dieser Platine, dem Decoder, verbunden. Hier läuft das Kabel durch, was ja am Gleis angeschlossen ist. Und Moment, ich muss mal auf den Zettel gucken, bevor ich was Falsches erzähle. Ja, die Spule schließt einen elektronischen Schalter zur Masse, sobald das Gleis belegt ist. Und dadurch, dass das über diese Stromfühler läuft, haben wir überhaupt keinen Spannungsverlust mehr und können überall genauestens sehen, wo jetzt gerade ein Fahrzeug steht. Es ist egal, ob es eine Lok ist oder ein Wagen. Denn unsere Fahrzeuge, die habe ich alle so nach und nach bearbeitet. Das heißt, wir haben hier zwar ja Gleichstromachsen, aber mit Graphitspray den Lack, den ich schön dann auf die Innenseite aufgebracht habe, wo das Rad isoliert ist von der Achse, mit einem Ohmmeter dann nochmal nachgemessen habe, weil man muss nämlich dann aufpassen, dass man wirklich in diesem Bereich bleibt, 2,5 bis maximal 10 Ohm. Und schon erreicht man dadurch eine Rückmeldung, ohne dadurch Kurzschlüsse auszulösen. Das ist wirklich eine tolle Sache. Das heißt nämlich, wenn jetzt mal ein Zug im Schattenbahnhof losfährt, und blöderweise bleibt ein Wagen stehen. Das sehen wir sofort. Zumal wir sogar jetzt genauestens sehen, wo sich unsere Züge aufhalten. Wir haben nämlich um die 330 bis 350 werden es vielleicht Rückmeldeabschnitte jetzt hier eingebaut. Deswegen hat das Ganze auch so lange gedauert, noch unter anderem. Zusätzlich zu dem Umbau. Und dadurch haben wir eine Rückmeldung, wie sie eigentlich bei uns auf der Arbeit ist. So nämlich im Original. Ja, das ist der große Informationsfluss, den ich euch jetzt mal gerade, was den Umbau angeht, erzählen konnte. Ansonsten habe ich so ein bisschen landschaftlich wieder weitergemacht und kann euch das ja mal eben gleich zeigen. Dann schauen wir doch mal, was ich hier so landschaftlich gemacht habe. Fangen wir mal hier in dieser Ecke an. Wie ihr seht, liegen jetzt hier vier Abstellgleise. Nachdem in diesem Bereich jetzt endgültig auch der
Gleisbau abgeschlossen ist, konnte ich schon mal anfangen, jetzt die Gleise hier auch alle zu schottern und dementsprechend dahinter schon mal die Landschaft weiter zu gestalten. Ihr seht, auch jetzt hier im vorderen Bereich ist alles schon geschottert. Da hinten im Bahnhof, nicht dass ihr euch wundert, da ist noch nicht geschottert, weil da muss ich erst die Bahnsteige setzen. Und ja, da müssen auch noch so ein paar Kleinigkeiten gemacht werden, wie zum Beispiel hier in dem Bereich kommt noch eine Gleissperre hin. Ja, aber ihr seht, auch hier vorne im BW-Bereich hat sich ein bisschen was getan. Bahnübergang ist ja schon mal verlegt. Ja, hier wird erstmal nichts passieren, weil das ist ja der Bereich, wo die Behandlungsgleise sind, und alles, was jetzt hier noch Holz ist, wird ja später mal das BW. Aber wie ihr seht, mit dem BW, das wird noch dauern. Erstens fehlt noch der Hintergrund, und wenn auch nur Himmel hinkommen wird, auch da oben, das ist eigentlich so jetzt die letzten Wände, wo noch Hintergrund hinkommt, aber das muss demnächst mal gemacht werden. Ja, und dann werden wir auch dann mal anfangen, die ersten Masten zu setzen, denn die Strecke, der Hauptbahnhof und die Einfahrgruppe wird später mal überspannt. So, aber kommen wir hier nochmal zu diesen vier Gleisen, weil ich weiß ganz genau, da werden wieder Fragen gestellt, wofür die sind. Das erste Gleis ist eigentlich so für die Signalmeisterei, die da ja auch schon steht, und die Fahrbahner in dem Bereich. Das Gleis dahinter, wo die beiden Personenwagen stehen, ja, für Kurzabstellung, ich sag mal für die Wagenwerkstatt oder für Kurswagen, und auch da, wo die drei V100er stehen, da können zum Beispiel dann auch mal Kurswagen hin. Das hintere Gleis ist eigentlich das Lokwartegleis des südlichen Bahnkopfes und das Umsetzgleis vom BW zum Bahnhof bzw. andersrum. Weil, wie ihr seht, dieses Gleis, was er hier vorne gerade schon mal gezeigt hatte, das geht ja hier in den Bereich, so dass man in den BW-Bereich fahren kann. Ja, und da könnt ihr nochmal die Weichenverbindung sehen. Das heißt also, ich komme von dort in alle fünf Gleise vom Bahnhof. Was habe ich noch gemacht? Das BW von Kleinach habe ich mal ein bisschen weiter ausgestattet. Ist zwar noch nicht fertig, wie man auch hier neben dem Lokschuppen sieht, aber auch dahinter der Bereich, der ja die ganze Zeit noch Holzwüste war, hat jetzt erstmal Landschaft bekommen. Mal gucken, was ich da noch mache. Falls ihr euch wundert, warum ihr nirgendwo Lampen seht, das ist Absicht. Es sind schon einige Lampen da. Also wir haben natürlich noch nicht alle Lampen für die Anlage, aber die werden erst sehr spät gesetzt, sobald wir da hinten an der Wand und so weiter fertig sind. Die drei Signale, die ihr da schon seht, das sind Dummies, deswegen stehen die da schon. Ist nicht so schlimm, muss nicht unbedingt was dran passieren, aber die kann man an jedem Stelle auch mal rausziehen. Hier stehen allerdings schon mal die ersten Signale, weil wir hier eine Probeschaltung machen mussten. Die bleiben auch dort stehen. Und der Bahnübergang ist auch schon funktional, aber erstmal nur eine Probeaufbauung. Da kommen andere Schrankenbäume hin, auch wenn diese schon laufen, aber sie sitzen einfach nur locker hier drin.
ziehe ich den auch noch auseinander. Ja, was haben wir noch gemacht? Wie ihr seht, hier vorne fehlen Häuser. Das hat den Hintergrund. Ich hole mir so nach und nach jetzt doch die Häuser von klein nach runter, weil die auch Einzelbeleuchtung kriegen werden. Das heißt also, dass man wirklich Zimmer und Zimmer verschieden schalten kann, interaktiv in dem Sinne. Und nebenbei werden natürlich auch so, die sind ja auch schon teilweise alle sehr alt, die Farbe neu gemacht und Abbrüche repariert und so weiter. Deswegen ist da jetzt diese freie Stelle. Dahinter seht ihr die Kohlenhandlung. Da habe ich mal in meine Bastelkiste geguckt, was denn noch alles für Reste da sind. Und habe da so eine kleine Fabrik noch mit drauf gesetzt, die ich dann aus den Bastelteilen zusammengesetzt habe. Ja, dann gehen wir mal hier weiter ins Industriegebiet. Das hier ist ja eigentlich alles bekannt. Jetzt tauche ich mal eben unter der Brücke drunter her und dann geht es auf der anderen Seite weiter. Ich habe nämlich diesen Bereich des Industriegebietes, zum einen war es ja sowieso noch nicht landschaftlich wirklich fertig, geschweige denn, es war teilweise noch gar kein Grün, es war noch kein Schotter und nichts, und habe dann den Bereich des Tanklagers komplett umgebaut. Ich werde gleich mal zusätzlich alte Bilder mit einblenden, damit ihr einen Vergleich habt. Auch hier dieser Bereich ist geändert. Hier haben wir neue Kessel. Das Gebäude weiß ich noch nicht, ob ich es da hinstelle oder auf die andere Seite hinstelle. Das habe ich nämlich gestern erst eingestellt. Auch die Tanks sind jetzt noch zusätzlich dahin gekommen. Ja. Da ist noch ein bisschen Arbeit, aber das Hauptanliegen war halt, diese kleinen alten Fallertanks oder Kibri war es glaube ich sogar, die gefielen mir nicht mehr. Die waren erstens nicht in der passenden Größe, weil 1:87 sieht halt schon anders aus, und dementsprechend habe ich den Bereich mit den Tanks von Wolters geändert. Und die Entladung. Vorher war hier von Vollmer dieser Bahnsteig mit der Verladung. Der ist auch komplett weggekommen. Und ich habe was zusammengebastelt aus 3D-Druckteilen, Holz, Pappe und Sachen, die noch in der Bastelkiste waren. Ja, des Weiteren, wie ihr seht, grün. Und so schon die ersten Lampen. Aber auch hier fehlt natürlich noch jede Menge und kommt erst später. Ja, das war eigentlich das Landschaftliche. Und hier könnt ihr jetzt gerade sehen, in diesem Bereich sind die Jungs gerade unter Tage zuständig. Deswegen ist hier alles so freigeräumt. Es geht hier um diese Weichenstraße. Und dann auch hier raus. Und wenn das dann alles fertig ist, da hinten haben wir gerade die Landschaft wieder ein bisschen weggenommen. Die habe ich aber extra damals so gebaut, dass man die da wegnehmen kann und wieder hinsetzen kann. Weil es war ja klar, dass da nochmal bei muss. Zumal auch später, wenn Oberleitung kommt, könnt ihr vielleicht, Moment, sehen, dass ein Mast im Tunnel ist. Und nachher dann das letzte Mal die Oberleitung rangeführt wird und dann nach oben weggeführt wird, damit die Pantographen schön ein- und ausfedern können. Ja, da in dem Bereich hat sich eigentlich kaum was getan. Da muss mal ein bisschen aufgeräumt werden, auch die Lampen endlich mal gerade gesetzt werden. Die sitzen ja auch nur so lose drin. Ja, das war's eigentlich. Melde ich mich gleich nochmal vor der Kamera. So viel dann zu diesem Update. Eine Sache noch,
die ich eben nicht erzählt habe. Natürlich auch die Weichen am Ablaufberg sind ja jetzt im Moment auch noch die Weiner drunter. Dort werden allerdings Servos drunter bleiben, weil wir brauchen die Schnelligkeit der Servos. Der MP5 ist nicht so schnell, weil am Berg, so wie wir im Original ja auch haben, müssen Schnellläuferweichen sein. Deswegen haben wir uns da Folgendes gedacht, um das nochmal hier zu zeigen, hat der Timo ein bisschen 3D-Druck gemacht und damit werden dann die Servos demnächst da unter den Berg gebaut. Ah, hier ist ein Servo, der ist eingebaut. Das sieht dann so aus. Hier die Mikroschalter für die Polarisierung und auch nachher Rückmeldung, wie die Weichenlage ist. Weil das ist uns ja auch immer sehr wichtig. So, das soll es eigentlich dann gewesen sein. Ich hoffe, die Informationen haben euch gereicht. Sollten noch Fragen sein, schreibt es unten in die Kommentare oder am Ende ist meine E-Mail-Adresse wieder eingeblendet. Schreibt mich wieder per E-Mail an, wie es ja auch viele machen. Ich versuche dann so schnell und so gut wie möglich zu antworten. Sollte jemand Interesse an den Weihnachtsantrieben, also die sind alle heile, funktional, nur wir hatten keine Lust mehr, sie zwischendurch immer wieder drunter wegzunehmen, zu reinigen, wieder drunter zu bauen, weiterzufahren. Deswegen haben wir uns eigentlich dazu entschieden, weil dafür ist das hier doch ein bisschen zu kompliziert an manchen Stellen. Und ja, aber wir haben schon viele Antriebe verkauft, die Leute sind alle zufrieden und benutzen sie wohl sehr gerne. Auch wenn ESU-Decoder braucht oder Interesse an Sven Brandt-Platinen hat, sei es Rückmeldung, sei es ja, als Decoder, meldet euch gerne. Da werden wir uns schon einig. So viel erstmal zu diesem Thema. Noch ein kleiner Hinweis. Ich habe beim Gewinnspiel mitgemacht und gewonnen. Und der nächste Film wird dann ein Bericht sein, wie ich ein Lasercut-Gebäude von Modellbahnunion zusammenbaue. So viel dazu. Bis dann, bleibt uns treu und gerne Daumen hoch. Wer noch nicht abonniert hat, ein Abo da lassen, freut uns immer wieder. Alles Gute. Ciao.